Ich begrüße euch total und recht herzlich zu Star Wars Projekt, Projekt Oldies. Ja, wir die Oldies möchte ich nochmal hin und sagen, wenn wir nur die Filme gesehen hätten, die Hollywood-Filme 4, 5 und 6 und nachher 1, 2 und 3, hätten wir dennoch niemals gewusst, dass irgendwas mit Kindern, dass Han Solo Leia geheiratet und so weiter und so fort. Denn nur wenn man in die Tiefe geht, kann man wissen, worum es geht. Gut, Kylo ist an sich, fiktiv gesehen, nur in Hollywood, ein Kind von Han Solo und Leia Organa. Ja, wie gesagt, die Sache sieht ja so aus, dass... Genau. Die Sache sieht nämlich so aus, wer natürlich mehr und wer auch in die Tiefe, und besonders wer in die Tiefe gegangen ist von euch, weiß ganz genau, dass das alles nicht so stimmt. So, heute waren wieder viele da, wir haben philosophiert über Star Wars. Und wie wir so philosophierten über Star Wars, fiel etwas auf. Und zwar Vanity Fair, diese Zeitung. Die hat ja auch bei J.J. Abrams 7, hat diese Fotografin Bilder gemacht, die fast jetzt identisch sind wie mit 7, ist jetzt auch hier bei 9 fast identisch. Aber wenn man sich die Bilder mal genau ansieht, die sie gemacht hat, der Falke zum Beispiel. Der Falke ist zum Beispiel umgebaut worden. Ne? Der ist umgebaut worden. Ist kein, ja, ist kein Scherz. Der ist umgebaut worden und in dem Umbau ist, jawohl, ist alles anders. Habt ihr schon gesehen? Wenn ihr das Foto seht, auf der linken Seite seht ihr zum Beispiel ganz viele Schalter. Ja, ihr seht also ganz viele Schalter und auch vorne das Cockpit ist komplett anders. Also so wie das Cockpit ist, hätte Han Solo in dem Film, Solo der Film, niemals reinspringen können, wie er reingesprungen ist. Auch vorne ist dieser Filter, der da ist, wo jetzt ja, genau sitzt und so weiter und so fort. Worauf möchte ich hinaus? Hinaus möchte ich, dass 9 nichts mit einer Hoffnung zu tun hat. Ich möchte darauf hinaus, dass 9 auch komplett anders sein wird und auch er, Kylo Ren, mit seiner neuen Maske, die ist ja noch die alte Maske, dass Kylo Ren mit seiner alten Maske bzw. neuen Maske bedrohlich wirken soll, ich weiß nicht. Wirkt er bedrohlich mit der neuen Maske? Hm, bestimmt nicht. So, worauf möchte ich denn wirklich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass es scheint, dass Luke Skywalker ja doch wiederkommt. Also Luke Skywalker scheint doch mit R2-D2 zurückzukommen, laut den Bildern, die da veröffentlicht wurden vom Set. Dann hat man uns eine neue Welt gezeigt. Es scheint 2 neue Welten auf uns zuzukommen. Sehr bunt, sehr maskenhaft und mit sehr vielen Einwohnern, die wir so nicht gesehen haben. So, jetzt können wir natürlich für die Sammelfreunde von Figuren ausgehen, dass das natürlich alles extra gemacht wird, damit ihr natürlich die neuen Figuren kaufen werdet. Ziemlich bunt, ziemlich ausdrucksstark sehen die aus, die da auf uns zukommen. Ich werde jetzt wieder umschreiben. Ich werde jetzt nicht dasselbe sagen, was in Vanity Fair zu lesen war. Wer Vanity Fair sich zu Gemüte führt, kann alles lesen, wer das mag. Kann also eintauchen, dass da, wie gesagt, 2 Einheiten kommen werden. Dass neue Völker kommen werden. Dass es sehr bunt wird, ja. Also, nicht nur das, und jetzt kommt's. Es wird sicherlich ein ziemlich starker Abschied werden. So wie ich da lesen konnte, ist das sehr emotional, das Ganze. Wird also nicht so sein, wie ihr euch das vorstellt. Deswegen sage ich ja, Projekt Oldies, also das Projekt für die Oldies, für diejenigen, die Star Wars vor 42 Jahren gesehen haben und nicht so verfolgt, wie ihr es verfolgt haben. So, ich, das hier ist zwar eine Firma, das ist alles richtig, aber ich finanziere das ja gar nicht. Das kostet mir Zeit,
aufwendig und ich versuche euch auch ein bisschen zu unterhalten und ich versuche auch die Bilder so zu machen und auch so zu gestalten, dass ihr Interesse habt, es zu gucken. Klappt nicht immer. Letztens bei 3.18 habt ihr mich nicht verstanden, weil ich da Acho gesagt habe. Also A-C-O. Ich wiederhole mich nicht, in den letzten Clips habe ich das berichtigt, begradigt und habe es nochmal, beziehungsweise habe nochmal darauf hingewiesen. So, wie gesagt, ich mache diese Videos aus Spaß, weil ich mich wirklich an Star Wars erfreue. Und wenn ich mir das so durchlese, wenn ich mir das ansehe, welche Mühe sie sich schon geben, um uns zu verabschieden als alte Freunde. Denn ihr bekommt 22, 24, 26, bekommt ihr ein neues Star Wars. Ihr bekommt ein komplett neues Star Wars mit total neuen Figuren. Ja, das fand ich super, dass heute so ein Gespräch war, dass Old Republic zurückkommt. Old Republic kommt zurück, ja, und das ist schon eine schöne Geschichte, wenn das wirklich eingesetzt wird. Natürlich, leider, schätzungsweise bei Disney Plus. Disney Plus wird am 12. November in den amerikanischen Staaten starten. Es wird also on air gehen, das Disney Plus, November, den 12. in Amerika. Wenn wir Glück haben, bekommen wir es im Dezember. Wenn wir Pech haben, leider erst im Jahr 2020. So, 2020 und 2021 haben wir ja dann nur Star Wars, wenn wir Disney Plus ordern und Disney Plus streamen. Wenn man uns also das anschaut, was die zeigen. So, wenn in Amerika, sagen wir, die ganzen 10 Folgen schon gelaufen sind, haben wir vielleicht das große Glück, diese 10 Folgen, wenn Disney Plus on air geht für Europa, für Deutschland, auch in der Synchronität, also dass es synchron läuft, dass es deutsch oder europäisch abläuft, das Ganze, dass wir dann halt Mandalorian und das Ganze, also die Serien, die dann hochgefahren werden, auch sehen können. So, der Film jetzt hier, Episode 9, der Aufstieg des Skywalkers, kann man jetzt so oder so sehen. Also wenn man jetzt Vanity Fair sich anschaut und wenn man das liest, ist Luke Skywalker irgendwie noch lebendig und ist mit seinem 3DRPO, nein, R2-D2. 3DRPO hingegen wird uns überraschen, ja, 3DRPO wird uns überraschen, denn auch da sind Szenen eingebaut, die so wir gar nicht kennen, die uns auch gar nicht so geläufig sind unter 3DRPO. So, die ganzen Kampfhandlungen, die wir ja schon im Anfang gesehen haben, werden halt schätzungsweise so gedreht werden, oder sind so gedreht worden, ist ja schon fertig das Ganze, das ist halt so gedreht worden, dass es passt zu Star Wars Disney Plus, zu diesen Serien. Irgendwie bauen die das auf. Also eine neue Hoffnung ist es nicht. Das ist ein Riesenabschluss für uns. Das wird also ziemlich sensitiv ausfallen. Das wird halt ein bisschen, wie soll man erklären, es wird ein bisschen traurig werden. Weil man verabschiedet sich wirklich. Also die werden sich da schon Mühe geben, dass das wirklich Ende ist. Dass wirklich die Saga um Anakin Skywalker und die tragische Figur Darth Vader zu Ende geht, mit Luke Skywalker. Ja, und dann noch seine Schwester, Leia, Organa, Skywalker und so weiter und so fort. Und Han Solo, also, die hat, ne, so Prinzessin, Generälin und was weiß ich nicht alles. Also, die haben sich schon vieles einfallen lassen. Das Problem an der Geschichte ist halt, acht. Was hat Snoke? Was sollte Snoke? Ja, jetzt hat man uns also, bei Vanity Fair hat man uns also auch schon einen anderen Bösewicht gezeigt, ja. Er ist nicht blau, also er ist nicht General Thorn, keine Ahnung, welcher General sein wird, aber dieser Darsteller, habt ihr ja gesehen bei dem Bild, ist halt auch ein, der halt ein Bösewicht darstellen wird. So, jetzt bin ich wieder weg, ich habe schon wieder viel zu lange, ich hoffe, dass ich diesmal einigermaßen besser gesprochen habe und dass ihr, wie gesagt, hier mit Kylo Ren zufrieden seid, so wie er auftauchen wird. Er wird nämlich auch auftauchen mit seinen Ritter von Ren. Die haben sie auch gezeigt, da haben sie auch fotografiert. Da ist es auch aufgefallen, dass ein
Ritter von Ren auch bei Han Solo war. Da kommen wir zum Abschluss, also Han Solo, der Film. War also einer der Aufpasser da, irgend so ein Ritter von Ren war da auch bei diesem sogenannten Bösewicht, der da, wie gesagt, Han Solo zur Sau gemacht hat. Ne? Also der gesagt hat, wenn du mir das nicht bringst, dann geht's rund, dann geht's zur Sache. So, Han Solo 2 sollte auch kommen. Man hat sie, also Han Solo, also man hat, also Fans in Amerika haben gesagt, hey, Han Solo muss kommen. Han Solo 2, wenn ihr nachlest, der eine schmunzelt, muss nicht unbedingt sein, der andere sagt, ja, schauen wir mal, man arbeitet dran, es könnte sein, dass Han Solo, der Film 2, doch in die Kinos kommt. Oder aber, wenn wir ganz großes Glück haben, halt bei Disney Plus, dass da einiges abläuft. Also Disney Plus ist sozusagen der Star Wars Träger, Hoffnungsträger, dass man da, wie gesagt, in die Welt von Star Wars eintauchen kann, dass man in der Welt von Star Wars ja, ein bisschen sich unterhalten lassen kann, philosophieren kann, dass man sich so ja, untereinander austauschen kann, warum nicht? Also ich bin schon ein Freund von Disney Plus, so wie es mir dargestellt wird. Und wenn ich weiterhin lese Vanity Fair, diese Zeitschrift, und weiter eintauche in die Rubriken, die da zu lesen waren und zu lesen sind, ja, ich freue mich auf Star Wars, ich freue mich auf 9, ich freue mich aufs Ende. Nun kommt Star Wars für euch. 2022, 24, 26, das ist euer Star Wars. So, unser Star Wars geht zu Ende, deswegen heißt das auch Projekt für Uldis, weil ich denke immer an diejenigen, die nur die Filme gesehen haben. Ja, also nur 4, 5 und 6 und da auch stehen geblieben sind. Wir haben vielleicht, wenn sie Glück haben, 1, 2 und 3 sich mal angeguckt und sagen, naja. Ja, ist halt so. Also Star Wars ist A bis Z alles. Ja, da sind welche, die mögen Star Wars bis zur Unendlichkeit. Jeden Millimeter muss ausgewogen sein. Die sagen, hier, Kylo Ren hat damit überhaupt nichts zu tun. Der ist kein Sohn von denen und so weiter. Oder der andere sagt, okay, ne? Unter uns, er hier, ist ja ein bisschen durcheinander. Ne? Also Kylo Ren ist ein bisschen durcheinander, weil wegen seinem Großvater. Er will ja da irgendetwas vollenden. Will er vollenden, die Jedi zu vernichten? Also so richtig klar gekommen ist man nicht. Also ich hoffe wirklich auf Episode 9, dass wir wirklich Spaß bekommen und wirklich Hinter- und Vordergründe langsam aber sicher. Ja, und vergesst bitte, wie die angezogen sind. Ne? Die sind sehr sauber angezogen, haben andere Haarfrisuren, ist halt ein bisschen schickimicki. Ja, aber dafür sind die anderen, die sind bunt. Die sind ganz, ganz bunt bekleidet, ja. Wo Poe mit denen da rumrennt und Finn auch. Die sind ja da auf irgendeinem Planeten gelandet und versuchen da irgendwie. Aber, wohlgemerkt, aber, der Falke im Cockpit, sieht anders aus. Schaut mal rein da, die Bilder, schaut sie euch mal an. Viel mehr Knöpfe, auch vorne das Cockpit da. Also ein Jump, so wie Han Solo in dem Film gemacht hat. Ich glaube nicht, dass der da hätte jetzt funktioniert. Weil dafür ist die Konsole in der Mitte jetzt viel höher und breiter und auch länger. Schaut es euch mal an. Lando Calrissian sitzt rechts in seinem Alter, ist ziemlich gut geschminkt. Wir haben ja live gesehen. Da ist er nicht mehr so, ne? Er hat ja nur mal sein Alter. Man hat aus seinen 80 Jahren durch die Schminke und so weiter ein bisschen jünger gemacht. Aber dennoch, ne? Klappt nicht. Ne? Also für die Fotoarbeiten hat ja Poe und Chewbacca Lando Calrissian sozusagen sich da hingesetzt. Ja? Dann gab es noch ein anderes Foto. Da war natürlich der Finn noch dabei und Rey war auch noch dabei. Aber schaut es euch mal an. Schaut euch mal die Zeitung an, beziehungsweise lest und schaut euch mal die ganzen Bilder an. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder kritisiert habt. Ich habe jetzt wirklich versucht, jedes Wort richtig auszusprechen. Letztens war es Acho, ne? A-Z-H-O, wegen diesem Island, weil ich ja auch da Fotos gesehen habe, wo J.J. Abrams gedreht hat. So, und deswegen kam ich da drauf. Warum hat J.J. Abrams auf der Insel gedreht? Es war doch an sich der Johnson. Deswegen kam ich da drauf. Okay? Okay. Ist wieder vorgerückte Runde hier oder Stunde. Ich mache jetzt Finish, meine lieben Freunde. Ich freue mich dennoch,
dass ihr zuschaut und dabei seid. Macht's gut.